Moin und herzlich willkommen zurück zum Politik-Simulator 4 Power and Revolution in Burundi. Und wir haben beim letzten Mal, oh, das Spiel ruckelt ein bisschen, lass mich mal kurz was nachschauen. Wir haben beim letzten Mal, im letzten Stream, der ist jetzt schon eine Weile her, da haben wir angefangen, den Weltraum unsicher zu machen. Und das sollen wir heute weitermachen, oder das wollen wir heute weitermachen. Und ich sage schönen guten Abend an The Restinator. Moment, der Chat wird noch nicht mal eingeblendet, sehe ich gerade. Das ist ja total hinfällig. Kann ich auch gleich ausblenden. Ach so. Wieso habe ich denn da den YouTube-Chat eingeblendet? Was soll das denn? Moment, dann lass mich das mal eben fixen. Läuft das Spiel weiter? Ich glaube schon, oder? Ich muss ja hier rausklicken. Ah, das ist jetzt gerade ein bisschen ungünstig. Naja gut, ich versuche das schnell zu fixen. Moment, Browserquelle. Und den Twitch-Chat. Und dann kommt der hier weg. Beziehungsweise ganz weg. Ich brauche den ja hier beim PPR gar nicht. So, vielleicht funktioniert es jetzt richtig. Jetzt zumindest dieser Kasten weg. Okay. Da sind wir wieder im Spiel. Ich habe mir das natürlich übersteuert so ein bisschen. Lass mir das Mikro ein bisschen wegbewegen. Ich hoffe, das macht die Sache etwas besser. Also, ja, weg damit, weg damit. So. Und bitte die Zeit weiterlaufen lassen. Ich habe das Gefühl, das Spiel ruckelt etwas. Und wie das ruckelt, ist ja schlimm. Hallo, Spiel? Jetzt läuft's wieder nicht. Ich habe das Gefühl, das ruckelt schlimmer als sonst. Terrororganisation. Komisch. Naja, gut. Hauptsächlich gilt es für uns jetzt, zu schauen, was hier mit unserem... Oh, was ist denn hier los? An Konkurrenzprogrammen, ja, okay. Ist mir egal. Treffen habe ich keinen Bock drauf. So. Also. Wie sehen denn unsere Raumfahrtprogramme aus, die wir da gestartet haben? Wo waren die denn? Wir müssen auf Weltraumforschung gehen und dann sehen wir doch die ganzen Programme. Und wir haben da einiges auf den Weg gebracht. Um genau zu sein, haben wir alles auf den Weg gebracht, was wir auf den Weg bringen konnten. Und jetzt müssen wir halt warten, bis die Sachen durch sind. Hauptsächlich warten wir auf was mit Trägerraketen und so ein Kram. Lass mich da gerade nochmal reinschauen, um mein Wissen wieder aufzufrischen. Ich wollte nämlich, Zeit darf gerne weiterlaufen übrigens, tut sie aber nicht. Oder doch? Doch. Es ruckelt nur aus irgendeinem Grund. Was wollte ich denn? Also, es geht darum zum Thema Erde, glaube ich. Da wollte ich... Da wollte ich eine... War das eine mittlere Trägerrakete oder eine... Ich kann das ja... Moment, ich kann das woanders nachschauen. Wenn ich zum Beispiel eine Raumstation bauen möchte, brauche ich ein bemanntes Raumfahrtmodul, und zwar dreimal. Weltraummodul. Genau, und das läuft schon. Das heißt, wir müssen warten, bis das einmal gemacht ist und dann können wir es nochmal machen, dann können wir es nochmal machen und dann können wir die Sachen machen, die darauf aufbauen. Wie war das mit den, wenn wir jetzt auf einen anderen Planeten wollen und wollen dann einen Orbitalflug machen, dann brauchen wir Weltraummodul und superschwere Trägerrakete. Und dann können wir, glaube ich, diese Orbitalflüge überall machen. Okay, dann ich suche mal nach Namen. Trägerrakete, wie habe ich die denn benannt nochmal? Einfach nur Trägerrakete vielleicht? Oder super schwere Trägerrakete? Schwere Trägerrakete, hier. Die wird noch vorbereitet. Und Startdatum ist der 6.7.93. Oh Gott, das dauert ja noch ewig. Uff. Na toll.
Im neuen B&R kann man von anderen Nationen auf seinem Gebiet Sachen bauen lassen, zum Beispiel Atomkraftwerke der dritten Generation, vor allem wenn man die selbst noch nicht hat. Aha, okay. Oh, da startet was. Saturn-Sonde. Brauchen wir uns aber nicht angucken. Das haben wir uns schon angeguckt. Das ist ja nicht sehr spektakulär, wenn man das einmal gesehen hat. Weg mit den Nachrichten. Ansonsten können wir uns umschauen, was wir. Moment, Weltraummodul. Das wollte ich mir noch angucken. Raumfahrt-Weltraummodul heißt das. Weltraummodul. Da muss ich auch noch mal kurz gucken. Weltraumteleskop? Nein. Oder können wir das Ding noch nicht machen? Wie war denn das mit dem Modul? Bemanntes Weltraummodul. Doch, das könnten wir schon machen. Das läuft auch schon. Wie habe ich das denn genannt? Oder habe ich das bemannt genannt, dass es unter B zu finden ist? Bemanntes Weltraummodul. Hier. Das startet am 2.5.93. Ach, wenn die Sachen noch nicht einmal alle so langwierig wären, ne? Ach ja. Naja. Naja. Dann kann man sich noch die Frage stellen, was macht man sonst? Denn. Moment. Wir haben ja immer noch das Ziel, das glücklichste Land der Welt zu werden. Wie sieht eigentlich mit der Inflation aus? Ich hatte ja eine Idee, wie man das erreichen könnte, beziehungsweise hatten wir was gemacht, wo wir dem Ziel sehr nahe gekommen sind. Das könnte ich nochmal probieren. Moment, Moment, Moment. Wie war denn das? Das Glück sehe ich hier. Vor allem hier in dem Bereich. Also. Huch, nee, ich will es nicht sehen, den Start. Danke. 26. Da sind wir. Da sind wir ziemlich weit vorne in der Statistik. Burundi ist hier unten. Denn das ist ja eigentlich das Ziel unseres Projekts, das glücklichste Land der Welt zu werden. Und wir sind auf Platz 26, weil die anderen auf einmal ganz schlecht geworden sind. Aus irgendeinem Grund. Und ich wollte es eigentlich nicht damit schaffen, dass ich die anderen Länder einfach erobere, die noch vor mir sind. Aber man kann es vielleicht auf eine andere Weise hinkriegen. Eigentlich wollte ich gucken, dass die Inflation nochmal sinkt. Was ist jetzt los? Irgendein Erfolg hoffentlich? Nee, irgendein Aufstand. Ach so, wir haben immer noch Stromknappheit, stimmt. Das war ja auch noch so ein Ding. Deswegen wollte ich ja eigentlich das Wirtschaftswachstum so ein bisschen bremsen, weil wir mit der Energieproduktion nicht hinterherkommen. Ach ja. Wie sieht es denn hier aus? Wir haben noch was im Bau. Ja, gut. Lass mich noch mal ein bisschen nachhelfen. Auch wenn wir da nicht viel machen kann. Aktuell. Na, eins zu viel. So. Ein bisschen nachhelfen. Aber das ist auch sowas, da kommt man nie auf den grünen Zweig so gefühlt. Vor dem Hintergrund würde ich vielleicht noch mal was probieren. Ob wir das Ziel, das glücklichste Land der Welt zu werden, so erreichen können auf diese Weise. Nein, ich will das nicht sehen. So, also ich speichere noch mal. Ups. Und dann werde ich noch mal was probieren, glaube ich. Denke ich mal. Auf das Risiko, dass wir halt nicht hinkommen mit unserer Stromproduktion, dass wir da nie mithalten können. Aber gut. Wir wollen ja auch mal das Ziel des Projektes erreichen, nicht wahr? Also, deswegen würde ich sagen, gehe ich in die Wirtschaft hinein. Und guck mir nochmal die Subventionen an und die würde ich gegebenenfalls erhöhen. Mal gucken, ob wir das können. Und zwar hier.
einfach noch mal verzehnfachen, die Subvention. So, mal gucken, was passiert. Service und Energie. Aktionen subventionieren, nochmal verzehnfachen. So, mal gucken, was passiert. Mal schauen, ob das dafür sorgt, dass wir das glücklichste Land der Welt werden, wenn einfach die Wirtschaftskraft nochmal steigt. So, hat sich gerade nochmal Wachstumsprognose, 248% Wachstum. Ich eskaliere einfach nochmal komplett. Da steht Verringerung, aber ich glaube, das ist noch eine alte Nachricht. Wir sind auf jeden Fall bei 100% Beliebtheit wieder angekommen. Und hallo Magnesium. Schönen guten Abend. Anstieg des Glücks. Guck an. Das hat das Glück erhöht. Um wie viel? Wir sind 16. geworden dadurch. Schön. Lass die Zeit weiterlaufen. Wir sind 16. geworden. Jordanien ist halt immer noch auf Platz 1. Frage ist, schaffen wir die einzuholen? Ich muss das Ziel aufgeben, jemals genug Strom zu erzeugen, um das Land zu versorgen. Wir kommen an unser Glück irgendwie auf eine andere Weise. Planmäßig. Aber ja. Moment, kann man da den Verlauf? Jetzt wurden die Kaufverträge von Elektrizität gekündigt. Kann man die Entwicklung sehen dadurch? Es ist minimal gestiegen. Okay. Dann lass mich nochmal. Moment, wie ist das Wachstum jetzt? 248%. Lass mich nochmal das Spiel speichern. Huch, ich wollte es speichern. Wieso verschwindet dann das Fenster? So. Nochmal speichern, ne? Schön Eskalation der Spielstand genannt. Denn das ist das, was hier passiert. Wir eskalieren. Und wir erhöhen nochmal die Subventionen. Mal schauen, wo wir dann hinkommen. Ich werde die nochmal. Huch, das ist gesunken, die Zahl. Ich werde die nochmal verzehnfachen. Einfach irgendwo eine Null rein. So, und hier nochmal. Nein, nicht Embargos. Energie. So. So, nochmal verzehnfacht. Mal schauen, was passiert. Wo wir landen beim Wirtschaftswachstum. Ja, und das Gordon 2 Modul funktioniert wieder noch, sogar das vom 19er. Okay, ich habe gar keins. Ich kann also kein einziges davon nutzen. Bin mal gespannt, ob diese Eskalationstaktik funktioniert. Okay, ich musste auf neue Wirtschaftsdaten warten. Das Energieproblem kriegen wir jetzt einfach nie gelöst. Man kann nicht alles haben. Die Leute können auch ohne Energie, ohne Strom glücklich sein. Das zählt nämlich, glaube ich, nicht rein in die Ermittlung des Glückswerts. Ah, ist noch nicht gestiegen. Jetzt kommt die Berechnung. Dann haben wir gleich vielleicht neue Zahlen. Finger knacken. Aus Langeweile. So, jetzt geht's weiter. Spiel ruckelt auch wieder. 319% Wachstum. Huch, das ist eingekracht, der Kurs. Komisch. Warum das denn? Jetzt sind wir Siebter. Sechster.
Huch, wir krabbeln immer weiter nach vorne. Oh. Fünfter. Oh. Oh. Jetzt ist die große Frage, schaffen wir das, weil die anderen zurückfallen? Kann sein. Haben die anderen haben doch bestimmt wieder... Moment, hier ist Burundi. Die anderen haben doch bestimmt wieder schlechte Arbeitslosigkeitswerte, oder? Weil wir denen wieder die ganzen Arbeitsplätze wegnehmen durch unsere Wirtschaftskraft. Arbeitslosigkeit 78%. Es kann sein, dass es daher kommt, dass wir denen wieder die ganzen Arbeitsplätze wegnehmen. Aber das bringt uns schon mal weiter nach vorne. Fünfter sind wir. Das könnte interessant werden. Jordanien ist halt sehr weit vorne. Was machen die, dass die so weit vorne sind? Dieser Börsenwert, dieser Kurs, auch interessant. Ich würde nochmal speichern und das nochmal versuchen. Speichern. Vielleicht können wir so das Ziel erreichen. Nach der Zeit immer so, vielleicht soll ich mich mehr sichern setzen. Da setze ich mit dich. Ich sehe jetzt immer so halb außerhalb vom Bild. Das ist nicht so gut. Also, jetzt machen wir das Ganze nochmal. Mal schauen, was dann passiert. Also nochmal die Subventionen verzehnfachen. Industrie und Service. Und Energie. So. Und jetzt nochmal laufen lassen. So. Und ich bin gespannt, was passiert. Nach der nächsten Berechnung. Nach der nächsten Berechnung. Wer ist das eigentlich? Irgendwas mit humanitärer Hilfe. Achso, wir sollen irgendwie Geld für eine Katastrophe spenden, oder? Ja, könnte man tun. Wie ist unser BIP eigentlich jetzt im Vergleich zu den USA? Ja, etwas größer, ne? Ist nur fast... Ja, ist nur etwa das Zehnfache. Unser BIP im Vergleich zu den USA. Schön. Oh. Hallo, Witherschädel. Hallöchen aus dem Urlaub in Irland. Ich werde mal, während ich auf die anderen warte, um den Pub zu besuchen, hier vorbeischauen. Ach ja, schön. Danke fürs Vorbeischauen und viel Spaß dort auf jeden Fall. Das klingt sehr interessant. Achso, ja, ich kann hier auch mal ein bisschen Geld reinspenden. Keine Ahnung, wie viel die haben wollen. Nimmt einfach Geld. Ich hoffe, es reicht. So, sind die Wachstumszahlen schon angepasst worden? Müssten eigentlich, aber das Wachstum hat sich jetzt nicht so groß verändert. Oder? Wir sind immer noch Fünfter in der Glücksrangliste. Diese ganzen anderen Länder sind jetzt so unglücklich geworden dadurch. Ach du Schande. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir denen die Arbeitsplätze wegnehmen. Dass deren Wirtschaft dann irgendwie vor die Hunde geht. Hat er denn jetzt schon neu berechnet oder nicht? Die Zahl ist seitdem nicht gestiegen, seitdem ich das letzte Mal angehoben habe.
Jetzt wird auf jeden Fall berechnet. Also warten wir noch mal ab. Jetzt wird auf jeden Fall berechnet. Und jetzt müssen wir neue Zahlen haben. Nö, haben wir nicht. Komisch. Die Zahlen haben sich nicht noch mal erhöht. Na gut, schauen wir mal, was wir damit machen in der nächsten Folge. Das war's erstmal für diese. Im Stream geht's im Anschluss weiter und auf YouTube voraussichtlich morgen. Ich sage erstmal Dankeschön fürs dabei sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und würdest du gerne mehr von sehen? Da schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das Moment für uns alles noch sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht viel Geld, aber wenn uns bereits jetzt jeder Abonnent diesen 1 Euro geben würde, könnten wir es bereits hauptberuflich umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir unseren Traum von YouTube zu leben bald Realität werden lassen können.